Er ist Werber des Jahres, der am höchsten ausgezeichnete Kreative und startet nächstes Jahr mit seiner eigenen Agentur durch. Begrüßen Sie mit mir Dennis Lück. So, erstmal alles ablegen hier. Also auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen hier zum BSI Customer Summit 2020. Unter besonderen Bedingungen natürlich, aber super, super professionell durchgeführt. Ja, um was geht's heute bei mir? Das kann ich vielleicht schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Als man auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ja, kannst du nicht ein bisschen was erzählen über künstliche Intelligenz und deinen Job, die Kreativität? Wie spielt denn das zusammen? Spielt das überhaupt zusammen? Und kann eine künstliche Intelligenz kreativ werden? Das war ja die große Frage, die dann da im Raum stand. Und dann dachte ich mir doch, gut, bin ich eine faule Sau? Und wenn ich schon so einen Vortrag halten kann über künstliche Intelligenz und Kreativität, dann lasse ich mir den Vortrag doch von einer künstlichen Intelligenz schreiben. Soll die KI doch mal zeigen, was sie kann? Und genau das habe ich euch heute mitgebracht. Ich werde euch auch ein bisschen den Weg dahin zeigen, wie es dann tatsächlich geklappt hat, was da natürlich auch die Herausforderungen waren und was man alles beachten musste. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir heute super, super oft über Marketing Automation schon gesprochen haben. Und was ich heute zeigen kann, hat sehr, sehr viele Brücken eben zur Marketing Automation. Ich versuche da auch immer wieder, wenn ich darüber rede, was ich Lustiges gemacht habe, dann auch wirklich dann die Brücke zu schlagen zu unserem harten Tagesgeschäft. Ja, und für mich als Berufskreativer war natürlich die große Frage dabei, ja, kann denn wirklich eine künstliche Intelligenz etwas Kreatives schaffen? Also ist da wirklich Art in Artificial? Das war eine Frage, auf die hatte ich mega, mega Bock. Ich wollte wirklich, wirklich wissen, was kommt denn da dabei raus, wenn man eine KI kreativ werden lässt. Bevor wir einsteigen, ja, ich wurde ja kurz vorgestellt, ich darf noch zwei, drei Kleinigkeiten ergänzen. Das ist hoffentlich amüsant und humorvoll und macht uns so ein bisschen locker auch für den Feierabend. Wurde eben schon gesagt, Dennis Lück, ich werde eine Agentur gründen, Werber des Jahres, super, super toll. Was man noch ergänzen kann, ich bin einer der vier offiziellen Gastkolumnisten der NZZ am Sonntag. Ist ein ganz, ganz toller Job, den ich sehr ernst nehme. Und damit Sie wissen, was für ein Typ hier steht, habe ich auch noch zwei andere Titel mit reingepackt. Ich bin nämlich ein waschechter Professor H.C. Dr. H.C. Lück und ich bin seit kurzem auch Lord. Und vielleicht da eine kleine Geschichte dazu. Es gab mal eine Schweizer Universität, die wollte mich engagieren, aber konnte mich dann aus bürokratischen Gründen nicht einstellen, weil ich keine akademischen Referenzen hatte. Und akademische Referenz heißt Master, Diplom, Bachelor oder irgendwas. Und das war dann irgendwie ein bisschen blöd. Also die haben sich geärgert, ich habe mich geärgert, ich habe den Job nicht gekriegt. Und dann war ich in Amerika. Und Amerika ist ja aus vielen Gründen ein besonderes Land. Und ja, gerade heute, lasst uns alle die Daumen drücken. Ja, es ist ein besonderes Land mit vielen, vielen besonderen Möglichkeiten. Denn wenn man in Amerika einer Kirche Geld spendet, dann ist die Kirche dazu befähigt, Ehrentitel rauszugeben. Und da dachte ich, geil, da ist hier meine akademische Referenz, kaufe ich mir doch einfach zwei Titel. Und genau das habe ich gemacht, und zwar bei der Los Angeles Church of Vitality. Kirchen sind dann dazu berechtigt, eben diese Titel herauszugeben. Hab denen gesagt, braucht ihr Kohle? Natürlich brauchen wir Kohle. Wie viele Titel brauchst du denn? Ja, zwei. Gut, prima. Einzige Hürde war, ich musste dann mir Titel raussuchen und ich dachte, super, Professor der Physik oder irgend sowas, das wird schon irgendwie cool sein dann, alle denken, ich wäre das Brain, aber das ging nicht, denn eine Kirche darf nur Titel rausgeben aus eben einem geistlichen oder spirituellen Umfeld. Das heißt, vor euch steht ein waschechter Doktor für paranormale Psychologie, das heißt, wenn ein Poltergeist ein Problem hat, kann er zu mir kommen und mein Professortitel, der hat es auch in sich, den kann ich super oft gebrauchen. Morgens in Meetings, zu Hause auf der Couch oder jetzt hier mit euch im Stream. Vielleicht ist es ja auch nötig, denn ich habe einen Ehrenprofessor für Exorzismen. Und ja, dann habe ich mich mit den beiden Titeln dann nochmal bei der Uni beworben und habe ihm gesagt, Leute, die sind legal, jetzt habt ihr meine akademische Referenz, ihr wollt mich doch, stellt mich ein.
Und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Und dann dachte ich, komm, jetzt pack noch eine oben drauf. Sie müssen mich dann ja führen als Professor Dr. Lück. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Leute, ich habe noch einen neuen Titel, den müsst ihr auch mit aufnehmen. Ich habe mir nämlich vor ein paar Wochen in Schottland einen Quadratmeter Wald gekauft. Und wenn man Grundbesitzer ist in Schottland, dann geben einem die Behörden den Titel Lord. Also vor euch steht jetzt ein waschechter Professor Dr. Lord Dennis Lück. Also akademische Glaubwürdigkeit für alles, was ich euch erzähle, ist selbstverständlich gegeben. Ja, also das natürlich nur ein humorvoller Ausblick auf das, was ich sonst so tue. Ja, ein Beispiel aus meinem normalen Leben darf ich euch zeigen. Ich bin sehr, sehr hart und strikt, wenn es darum geht, Kreativität zu erzeugen. Ich mache das mit Techniken, ich mache das mit ganz vielen Regeln. Ich glaube daran, dass Kreativität genauso erzeugt werden kann, wie man beispielsweise Profisportler erzeugt oder Profimusiker erzeugt. Nämlich, wenn die einen ganzen Tag lang üben, also ein Fußballer übt eine halbe Stunde, wie ein Freistoß funktioniert, dann kann ich mit gleichen Techniken üben, wie man kreativer wird. Und dazu habe ich einen Katalog aufgestellt mit ungefähr 30, 40 Kreativitätstechniken und die wende ich immer an. Ich kann euch mal eine davon zeigen, wie sowas dann funktioniert. Wir nehmen die Technik raus. Die Technik heißt, nutze die menschliche Wahrheit. Hier geht es dann darum herauszufinden, ja, welche menschliche Wahrheit bildet sich denn um mein Produkt herum. Kann ich mal ein paar Beispiele nennen. Man hat kürzlich herausgefunden, dass wenn Kinder in Joghurt essen, dass ungefähr 20% vom Joghurt nie im Mund landen bei kleinen Kindern. Die Hälfte geht immer da an der Backe runter und der Rest ist dann noch im Joghurtbecher drin. Ja, und wenn man aus diesen menschlichen Wahrheiten kommt, kann man dann die Ideen daraus erzeugen. Hier weiß ich ja beispielsweise beim Joghurt, hey, da brauche ich doch keine blöde Kampagne, muss ich einfach einen neuen Löffel erfinden. Ja? Und solche Kreativitätstechniken, die nutze ich super, super gerne. Ich kann euch da mal noch ein Beispiel zeigen. Eine menschliche Wahrheit war, wenn man sich Ferienfotos von anderen anschaut, dann empfindet man Neid. Und das wird wissenschaftlich erwiesen sozusagen, fühlt man sich dann schlechter. Und auch daraus haben wir eine Idee entwickelt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen. Wenn das nämlich so ist, dass man Fotos von anderen anschaut, wenn sie in Ferien sind und man dann am Rechner zu Hause sitzt und denkt, oh mein Gott, da wäre ich jetzt ja auch gerne. Das hat ja fast heute noch Relevanz. Dann empfindet man eben diesen Neid. Und wir hatten den Auftrag für Graubünden Ferien, die Bergdörfer zu bewerben und deren Schönheit. Und wenn wir wissen, dass sie besonders schön sind, dann machen ja deren Fotos noch viel, viel neidischer als der ganze Rest. Also haben wir gesagt, komm, da müssen wir doch das Fotografieren auf Gemeindebooten wirklich, wirklich verbieten mit einem Gesetz und haben das dann umgesetzt. Das Gesetz haben wir dann einfach an 200 Presseverteiler geschickt, Reiseblogs, Travel-Magazine und so weiter. Und hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesetz, wurde alles wirklich, wirklich echt umgesetzt. Und dann haben wir noch eins oben drauf gepackt. Wir haben nämlich auch der NASA dann noch verboten, Fotos zu machen. In Graubünden, Switzerland. We have discovered that pictures of our beautiful village are being shared on social media, which is making other people unhappy, because they cannot be here. That's why we have officially forbidden photography here, because we want everyone to be happy. NASA, you take some really beautiful satellite pictures from space, and we have found that there are some of our village. Please, can you delete them or blur them? Then people who can't be here won't be sent. Thank you very much. The coordinates of our municipality are 46 37 48 North 9 44 59 99 East. I repeat, 46 37 48 North 9 44 59 99 East. Thank you very much, NASA. Kind regards from Bergün in Switzerland. Grandios, was er da gemacht hat. Und ja, wenn Sie sich erinnern, das war unser Auftrag. Wir sollten sagen, Schweizer Bergdörfer sind schön. Dann sehen Sie hier, was die Presse jetzt draus gemacht hat. Und all das passiert, wenn man eben aus diesen Kreativitätstechniken kommt und wenn man beispielsweise hier so eine menschliche Wahrheit nutzt, um damit dann das Marketing anzuschieben.
Also Sie sehen hier Swiss Village, too beautiful, this town so beautiful, too pretty for Instagram, too beautiful auch hier, too beautiful irgendwo da oben in der Mitte. So idyllisch, so adorable. Und so erzeugt man dann eben die Kreativität, wenn man aus den Techniken kommt. Wir können uns das Ganze nochmal in Summe angucken und dann kriegen Sie einen guten Überblick über die Art und Weise, wie ich mit Kreativität umgehe. Ich habe den Grund, warum dort nicht fotografiert werden darf. Die Gemeindeversammlung hat das entschieden, da Fotos von dieser wunderschönen, pittoresken Landschaft, die dann auf sozialen Medien geteilt werden, andere Menschen unglücklich machen könnte. Nein! Weil sie gerade nicht in Berggünen sind. Ach, ist so. Da darf ich nicht fotografieren? Ah, Marketing. Das muss ich gesehen haben. Ey, was geht denn da ab? Ich muss da unbedingt hin. Herzliches Fotografierverbot. Wie die Schönheit von Berggün weltberühmt wurde. Damit niemand unglücklich wird, weil er gerade nicht in Berggün sein kann, wurde auf der Berggüner Gemeindeversammlung ein Gesetz erlassen, das das Fotografieren auf Gemeindeboden verbietet. Kein Gag. Ein rechtskräftiges Gesetz, das von Herzen kommt. Der Gesetzestext ging an die Presse und nach 24 Stunden war das Verbot überall auf der Welt bekannt. National wurde kontrovers diskutiert. Bei der internationalen Zielgruppe wurde es gefeiert. Via Social Media hat Berggün nachgelegt. Auch der NASA wurde das Fotografieren aus dem All verboten. Verbieten Fotografie. Berggün war nun längst trending. Google Image Search explodierte. Wir haben Fotos verboten und nun suchten die Menschen weltweit wie verrückt nach Fotos von Berggün. Und haben dabei gemerkt, wie schön es dort ist. Das war der Clou. Genau so sollte es funktionieren. Zum Abschluss hat der Gemeindepräsident Berggüns die Aktion aufgelöst und Sonderbewilligungen fürs weitere Fotografieren erteilt. Natürlich an jeden. Die Resultate? Nach nur 3 Tagen wurden weltweit 1622 Artikel und Social Mentions über die Schönheit Berggüns verfasst. Das ergab eine Reichweite von 897,2 Millionen Kontakten. Und das mit 0 Franken Mediabudget, aber Earned Media im Wert von 9,1 Millionen Franken. Buchungen für Berggün stiegen um 11% an. Das Fotografierverbot ist damit der erfolgreichste und effizienteste Schweizer Marken-PR-Stunt aller Zeiten. Hier ist nun nicht mehr herzliches Fotografierverbot, hier ist man herzlich willkommen. Bis bald in Berggün. Bis bald in Rüschlikon. Also sowas mache ich, wenn ich nicht gerade mit künstlichen Intelligenzen und Marketing-Automation Keynotes schreibe. Ja, die Aufgabe für heute war natürlich nicht eine stinknormale Keynote zu machen, sondern, wie ich es im Intro gesagt habe, wir wollten heute eine Keynote präsentieren, die von der KI entwickelt wurde. Also sozusagen eine Keynote. Heute ist bei mir Karlauer Tag. Vorhin musste ich einen politischen Post absetzen zur Präsidentschaftswahl. Da habe ich schon geschrieben, möge der Bessere von beiden gewinnen. Also heute bezahle ich mein ganzes Geld in die Karlauer Kasse. Und auch hier die Keynote gehört dann da natürlich dazu, die KI-Note. Ja, die große Frage war natürlich, klappt das Experiment, wenn wir mit einer KI eigentlich eine Präsentation erstellen? Wie gut wird das Ganze tatsächlich, wenn es dann mal vor uns liegt? Und kann eine KI etwas Kreatives erschaffen? Ich will ja auch, dass diese PowerPoint-Präsis dann irgendwann funktionieren und dass man sie sich ordentlich angucken kann. Und dann natürlich die Brücke zu unserem harten Business. Was bedeutet es denn für meinen Alltag und wie kann ich es umsetzen? Zu guter Letzt habe ich dann auch noch mitgebracht, was kann ich denn jetzt als Kreativer, ich bin jetzt nicht der Allererste, dem man sagen würde, das ist einer, der rennt der Marketing Automation hinterher, aber wie kann ich es denn für mich super, super nutzen im Alltag und dann auch für die Cases, die ich da zu betreuen habe. Also schauen wir uns doch mal an, was heute auf dem Programm steht. Zuerst eine kleine Lobenshymne, dann zeige ich euch, wie die KI aufgesetzt wurde. Ich habe hinter jedem Kapitel ein kleines AI-Wisdom, was ich daraus aus der Geschichte für Learnings gezogen habe. Und dann präsentiere ich euch die 2 KI-generierten Keynotes. Ich erzähle euch, warum da auch 2 rausgespuckt wurden am Ende des Tages und dann zu guter Letzt die ultimativen Fazits. Die erste Lobeshymne geht natürlich hier an BSI, als ich dann zurückgekommen bin und gesagt habe, ja klar, ich habe jetzt ein Thema für die Keynote, aber
Dafür brauche ich euch. Die Arbeit wird auch auf eurer Seite liegen. Nämlich eine KI soll die Präsi schreiben. Und dann haben wir das in schöner Zusammenarbeit gemacht. Und ich möchte da auch mal Danke sagen, dass ihr auch nach dem dritten Erklären, wie welche Schritte genau funktionieren, noch nicht euch die Haare rausgerissen habt und mir da mit aller Geduld alles erklärt habt. Jetzt kommen wir zu dem, was wichtig war, um das Ganze aufzusetzen. So fängt es an. Also wenn man mit einer KI arbeitet, fängt es genau da an. Wen willst du denn mit dem, was die KI erzeugt, ansprechen? Und da stellte sich schon die erste Frage, Person oder Personas? Weil normalerweise in unserer schönen Marketingwelt nutzen wir ja Personas. Und was sind Personas? Irgendwie ein Mittelwert, oder? Und Mittelwert ist Mittelmaß. Und was wir mit dieser Geschichte hier machen wollten, ist zu sagen, nein, wenn man doch diese ganzen Inputs hat, wenn man die Datenlage als Unternehmen hat, dann kann man doch viel besser auf eine Person gehen als auf Personas. Das heißt, und da fing es schon an, dann aufwendig zu werden, man muss eben nicht das Persona einstellen für den Mittelwert, sondern wirklich Zielgruppenbeschreibungen direkt auf die Person. Das ist ja das, was eine KI kann. Und mein Job war ja zu sagen, hey, wir machen eine Keynote-Präsentation über künstliche Intelligenz und Kreativität. Und die soll jetzt nicht 400 Leute im Raum ansprechen und wir halten eine Keynote für alle 400 gleich. Nein, weil Lisa vorne links hat ja andere Interessen als Thomas hinten rechts. Das heißt, die KI ist ja in der Lage, 400 Keynotes zu erstellen, wenn ich der Keynote alle Daten von jeder Person geben kann. Und genauso läuft es ja bei der Marketing Automation auch. Das heißt, sobald Sie die Daten auf die Einzelpersonen runterbrechen können, wird es genauer und wird es individualisierbar und personalisierbar. Also schauen wir uns noch mal kurz an. Hier ist die Lisa, sie arbeitet beim BMW, sie fährt einen 140i, ihre Lieblingsfarbe ist Ocean Blue Metallic. Sie kennt sich schon recht gut aus mit AI, sie ist interessiert, sie hat ein gutes Grundwissen. Sie ist ebenfalls Marketing-Spezialistin und sie ist sehr, sehr kreativ, auch im Job. Sie ist zukunftsorientiert und sie will immer wissen, was geht da ab. Sie hat eine Visa-Karte, sie benutzt Gmail, sie wohnt in Wohlen und so weiter. Also wir haben einen sehr, sehr guten Daten-Input-Stamm, den wir von Lisa nutzen können. Aber ich habe ja gesagt, es sitzen auch noch ganz andere im Publikum, die auch eine Keynote über künstliche Intelligenz, Kreativität und Marketing hören wollen. Zum Beispiel der Thomas. So, und für den muss ja die Keynote komplett anders aussehen, weil der hat noch nicht so die Ahnung von AI. Ja? Der hat sein Erfolgsmodell und das zieht er schon seit 15 Jahren durch. Warum soll er jetzt sein Unternehmen komplett auf KI umstellen? Wie soll er das für sich nutzbar machen? Was soll ihn überhaupt da reizen, um genau das zu tun? Und jetzt hier spürt man schon, er braucht eine ganz andere Keynote als beispielsweise die Lisa. Und da fing es schon an. Da fängt der spannende Teil schon an. Es ist ganz, ganz viel Arbeit. Es muss eine sehr, sehr große Präzision her, um eben die Datensätze dieser Personen aufzugleisen. Also das braucht man, wenn man mit einer KI beginnt. Ja, und das große Fazit ist Person statt Persona. Und genau das macht es ja dann auch spannend. Ich kann ja dann wirklich personalisiert, individualisiert Kreativität oder eine Kommunikation oder einen Spot oder was auch immer generieren. Da wird es ja schon geil. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich musste die künstliche Intelligenz briefen. Ja, wer so denkt, ja, man arbeitet mit einer KI, ist doch geil. Drück ich auf den Button und dann macht das alles von alleine. Ist doch super. Hier spürt man schon, dass bevor dieser Punkt kommt, wo man auf den Knopf drücken kann, ganz, ganz viel Arbeit getan werden muss. Denn eine KI braucht auch ein Creative Brief. Und in meinem Falle sah das in etwa so aus. Also jetzt hier nur beispielhaft. Denn was ich ja vermitteln wollte, ich wollte ja meinem fiktiven Publikum, Marketing-Spezialisten, wollte ich ja was erzählen über, warum KI für Marketing oder für Kreativität wertvoll ist. Und das musste ich schon in die künstliche Intelligenz reinfüttern. Das heißt, mein Job als Kreativer war, da Referenzen zu bauen und Referenzen abzuliefern. Das heißt, was ich da tun musste,
um die KI zu füttern, weil ich musste in Harvard Journals, ich musste TEDx-Konferenzen hoch und runter Links raussuchen, einspeisen und so weiter. Ich musste wissenschaftliche Artikel raussuchen, Studien raussuchen, Fakten raussuchen und musste die alle in das System einspeisen. Und auch da kann man dann wieder sagen, keine künstliche Intelligenz ohne menschliche Intelligenz. Man spürt hier schon, dass je besser die Personenbeschreibungen, die Personendaten und auch die Dateninputs, also diese Sätze, die ich da erstellt habe, je besser die recherchiert sind, analysiert sind, desto besser wird dann auch das ganze KI- oder Marketing-Automation-System dahinter. Ja. Und das heißt, übersetzt, eine KI aufzusetzen, ist wirklich erst einmal richtig, richtig ordentlich Handarbeit, die sich dann natürlich später noch sehr, sehr viel lohnen soll. Jetzt kommen wir zum technischen Teil, das Aufsetzen der KI. Und das war natürlich mega, mega spannend zu sehen. Und dann für mich auch als, ich bin ja jetzt kein Techniker von Haus aus, kein Nerd, der sofort auf Systeme drauf guckt, auf neuralgische Netzwerke und sagt, ja geil, ich erkenne alles von da nach da nach da. Das bin ich ja nicht. Aber ich bin ja mega interessiert und wollte mich da reinfuchsen und habe dann selber mit der künstlichen Intelligenz und auch mit der Software BSI Studio in dem Fall gespielt, hantiert, geübt, zusammen hier mit den Kollegen das Ganze auch zum Laufen gebracht und geguckt, wie es dann wirklich zu einem Resultat führt. Ich darf mal kurz erklären, was man jetzt hier sieht. Im Großen und Ganzen ist das, was Sie jetzt auf dem Monitor neben mir sehen, die künstliche Intelligenz. Ja, auf der linken Seite sehen Sie die Personas, das sind jetzt ja in dem Fall Lisa und Thomas. Und da hätten wir ja noch 1.000, 10.000, 30.000 mehr, wenn wir das Ganze noch breiter auffächern, auf viel, viel mehr Zielpersonen. Ja, in dem Fall aber eben zwei. Dann in der Mitte sehen Sie ja dieses grüne Kästchen. Das grüne Kästchen ist das Brain, das sozusagen alle Fäden verbindet und auch das ganze System steuert. Und rechts sehen Sie sozusagen, was das Ganze dann ausspucken soll an Inhalten. Das heißt, da sind schon Landingpages hinterlegt, da sind die Inhalte hinterlegt, da läuft alles durch. Und ganz rechts sehen Sie nochmal zwei grüne Kästchen. Die sind angeschrieben, das werden Sie am Monitor wahrscheinlich nicht lesen können, Positive und Negative Reinforcement. Und die beiden Punkte sind ganz, ganz wichtig, wenn wir die KI zum Lernen bringen wollen. Das heißt, die müssen ja lernen, was ich da reingebe für Lisa und Thomas. Das soll ja auch Anklang finden. Das heißt, das läuft dort seine Schleifen und lernt dann als System. Das Ganze, was man da sieht, ist dann auch sozusagen das neuralgische Netzwerk. Und das Brain steuert das. Und um es mal mit vereinfachten Begriffen darzustellen, hilft es, sich vorzustellen, dass der grüne Kasten in der Mitte, also das Brain, dass das arbeitet wie ein Bibliothekar. Das ist die Metapher. Wenn ich, als die auf dem Tisch lag, dann habe ich das Ganze wirklich, wirklich verstehen können und auch dann weiter erklären können an alle anderen Beteiligten, die da hier mit an Bord waren. Der Bibliothekar, der kriegt ja Besuch sozusagen. Ja? Lisa und Thomas gehen ja in seine Bibliothek und sagen, ich hätte gerne einen Vortrag über künstliche Intelligenz und Kreativität. Und jetzt rechts geht der Bibliothekar dann an seine Regale und die müssen gefüllt sein. Und die habe ich ja schon gefüllt mit allen Links und mit allen Inhalten, mit den TED-Talks, mit den Videos, mit den Studien und so weiter. Das heißt, ich habe die Bibliothek aufgefüllt. Und je besser ich diese Bibliothek auffülle, desto mehr Auswahl hat ja der Bibliothekar und kann dann zu Lisa und Thomas gehen und kann sagen, hey, gefällt dir das Buch oder gefällt dir das Buch? Nein, das nicht. Okay, er geht nochmal zum Regal, testet, weil er hatte ein Negative Reinforcement, holt ein anderes Buch, das gefällt Lisa, dann hat er ein Positive Reinforcement. Und so läuft das Ganze ab. Also diese Metapher des Bibliothekars, die finde ich passt perfekt, wenn wir hier über die Steuerung von der künstlichen Intelligenz sprechen. Und das bedeutet auch nochmal, wie wichtig das ist, seine Konsumenten zu kennen. Ja, wenn nämlich Lisa und Thomas reinkommen und der Bibliothekar sie anhand der Dateninputs gut kennt, greift er präziser ins Regal. Das heißt, diese Dateninputs über die Personen, die sind kriegsentscheidend. Und vorhin im vorigen Vortrag haben wir gehört, ja, wie viel braucht man denn da? Man braucht nicht Abertausende.
aber man braucht vielleicht die 50, 60, vielleicht 100 richtigen Inputs, um das Ganze dann präzise durchzuführen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ja, wie kommt man denn an die Inputs? Ja, viele machen das beispielsweise über ein Gewinnspiel, dass man die Daten über Gewinnspiele abfragt. Wenn man gar keine Daten hat, dann genügt in der Regel auch der digitale Fußabdruck, den jeder von uns im Netz hinterlässt. Oder man macht das Ganze über die Daten, die eben schon im System eingespeist sind. Also das ist was, woran man relativ einfach drankommt. Also, das AI-Wisdom hier an dieser Stelle ist, eine KI funktioniert eigentlich wie ein sehr, sehr guter Bibliothekar. Und das ist hier nochmal für den Hinterkopf. Man geht die Bibliothek rein, man wird begrüßt und dann greift der Bibliothekar ins Regal und holt raus, was hoffentlich passt. Dann für die KI ganz, ganz wichtig, sie muss Fehler machen. Das heißt, diese künstliche Intelligenz muss ganz viel dummes Zeug erzeugen, damit sie schnell lernt, schnell vorwärts kommt. Das heißt, dieses Positive und Negative Reinforcement dient dazu, um einfach schnell Fahrt aufzunehmen und schnell treffsicher zu werden. Wenn wir uns das mal hier im Detail angucken, also das ist jetzt wie eine Ebene hinter der künstlichen Intelligenz, hier sieht man links die ganzen Inputs, die wir beispielsweise über Lisa oder über Thomas wissen. Es sind alle demografischen Inputs und alle Charaktereigenschaften, alle Vorzüge, alle Präferenzen dieser Person, die wir da messen könnten. Also sie fährt einen Tesla oder ihre Lieblingsfarbe ist Ocean Blue Metallic und so weiter. Oder sie kauft gerne am Wochenende ein. Oder sie besitzt ein Samsung statt einem iPhone. Auch das sagt sogar was übers Verhalten aus. Also all diese Daten sind hier hinterlegt und durchlaufen dann mit die Tests, die der Bibliothekar sozusagen durchführt. Und dann sieht man so eine Kurve. Das heißt, der Bibliothekar, um wieder bei der Metapher zu bleiben, er greift ja dann ins Regal und er holt dann ein Buch nach dem anderen raus. Im Marketing-Automation-Kontext ist es, er greift Werbemittel raus. Gefällt dir dieser Banner? Nein. Gefällt dir jetzt dieser Banner? Nein. Jetzt habe ich das Auto blau gefärbt. Gefällt dir jetzt das Auto, das du im Banner siehst? Ja. Und so funktioniert das. Und hier sehen wir eine sehr, sehr typische Kurve. Also hier hat die KI, da wir ja nur zwei Personen damit reingenommen haben, hat er 63 Läufe gebraucht mit 500 Klonen der Personen, die wir ausgewählt haben. Und nach diesem 63. Versuch wurde er treffsicher. Da hat die KI sich wohlgefühlt und hat gesagt, jetzt habe ich was erstellt, was eben dieser Person mit diesen Eigenschaften mögen wird. Ja, also da ist die Trefferquote, geht darunter fast bis auf 100%, ein sehr, sehr hoher Wert. Der Wert ist auch deshalb so hoch, weil wir das System gut gefüllt haben, weil wir fleißig waren im Vorfeld. Ja, normalerweise ist der Wert ein bisschen tiefer, aber das liegt eben nur daran, wie man das System füttert. Also hier kann man als AI-Wisdom festhalten, das beste Training für eine KI ist, schnell lernen lassen, viele, viele Fehler machen, direkt mit den ersten 500 oder 1000 Testläufen und dann schnell treffsicher werden. Und das ist dann auch wichtig, wenn man das Ganze einsetzt für eine Marketing-Automation. So, und jetzt wird es interessant. Was hat mir die KI ausgespuckt? Und nochmal, ich habe ja gesagt, ich will eine Keynote halten für Marketing-Spezialisten. Der erste Fakt war schon mal, nee, du wirst nicht eine Keynote halten, eigentlich hältst du 400, wenn du 400 Zuschauer hast. Oder 500, wenn du 500 Zuschauer hast. Jetzt habe ich das natürlich nur für zwei Personen mal gemacht, aber deshalb hat mir die KI zwei Keynotes ausgespuckt. Und das ist natürlich auch geil, wenn wir das Ganze in einem anderen Kontext sehen würden. Man würde viel, 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 viel Kommunikationsmittel entwickeln und alle wären individualisiert. Das ist das Coole daran. Und ich führe da mal schnell durch, was jetzt die KI wirklich gebaut hat. Ich habe daran nichts geändert, ich habe daran nichts gemacht, kein Slide rumgeschubst, kein Wort verändert. Das ist das, was 1:1 aus der KI entwickelt wurde. Wir schauen uns kurz an. Lisa habe ich vorhin kurz erzählt. Sie ist ein bisschen künstlerisch, sie hat schon Ahnung, sie interessiert das. Sie mag mehr die kreative Seite hinter der künstlichen Intelligenz. Was kann man alles damit anfangen? Wie spielt KI und Kreativität zusammen? Das interessiert sie mehr. Also sieht ihre Präsentation so aus. Der ist Art in Artificial. Da seht ihr, wo ich meinen Titel hergeklaut habe. Und jetzt gehen wir in die Präsentation rein. Was hat die KI gemacht? Zuerst hat sie mal ein tolles Intro geschrieben. Kann eine Maschine überhaupt Kunst erschaffen?
Ja, man erzählt jetzt hier davon, Ada Byron, die erste Programmiererin vor 150 Jahren, die hat damals schon gesagt, irgendwann gibt es eine Maschine, die kann was Kreatives, Kunstvolles erschaffen. Also die KI hat mir sogar eine schöne Einleitung gemacht. Definiert jetzt mal, was Kunst ist. Ja, also eine Kunst ist nicht nur was Ästhetisches, was Visuelles, sondern Kunst ist es dann, wenn es uns emotional berührt. Also hat sogar eine tolle Definition über das, was Kunst überhaupt sein soll, geliefert. Dann listet sie mir auch 5 Merkmale, die eine KI besitzen muss, um kreativ oder künstlerisch zu werden. Sie muss lernen können, sie muss eine Ästhetik entwickeln. Jetzt fragt man sich ja, wie kann denn eine KI eine Ästhetik entwickeln? Erinnert euch wieder an den Bibliothekar. Der holt Bücher aus dem Regal und sagt, findest du es schön? Findest du es schön? Findest du es schön? Und nach 1000 Durchläufen weiß er, was ästhetisch greift und gut ankommt. Und damit hat er dann die eigene Ästhetik entwickelt. Ja? Und damit, durch das Zusammensetzen, ist sie auch direkt dann kreativ. Also die Geschichte kommt dann direkt mit rein. Lustig ist der nächste Punkt, also die KI schreibt mir auch direkt vor, sie will gleichberechtigt sein. Also sie will auf einer Stufe mit den Menschen gesehen werden. Und im letzten Punkt, sie will auch im gesellschaftlichen Kontext stattfinden. Also das ist mal eine Ansage von der KI. Und jetzt, das finde ich geil, wie die KI mir die Präsentation strukturiert hat. Und zwar sind es einzelne Kapitel. Hier sehen wir AI, also Artificial Intelligence in Music. Das nächste Kapitel heißt AI in Paintings, AI in Filmmaking. Also wirklich diese saubere Struktur durch alle kreativen Segmente hat die KI mir geliefert. Es springt jetzt ein bisschen im Design, das sehen Sie, aber was man auch schon feststellen kann, die Präsentation ist blau. Ocean Blue Metallic. Wir wissen ja, sie fährt das Auto in Ocean Blue Metallic, also scheinbar ihre Lieblingsfarbe. Also auch das ist alles irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, was da rauskommt. Jetzt zeigt mir die KI hier in der PowerPoint erste Beispiele. Also hier beispielsweise von einem Rapper, der das erste Mal gegen sich selbst beatboxt. Also die künstliche Intelligenz hat sein Beatboxing analysiert, hat davon wie einen kreativen Klon erschaffen und jetzt können die gegeneinander battlen. Also die KI hat mir in der Präsentation, zeigt sie mir sogar Beispiele, zeigt sie mir sogar Links und Filme, wo eine KI schon mal kreativ geworden ist, um mir das dann als Zuhörer der Keynote zu beweisen. Ja, also ich glaube, da muss man jetzt nicht alles angucken. Dann liefert sie mir noch einen Beweis hier, sie zeigt mir Aiwa. Das ist auch eine künstliche Intelligenz, die komponiert. Und Aiwa ist die erste KI-Komponistin, der man Urheberrechte zugesprochen hat. Ja, also man müsste, wenn man jetzt seinen Spot produziert und man legt hier aus der Komposition Genesis von Aiwa ins Soundtrack drunter, dann muss man Aiwa Buyouts bezahlen. Das ist doch mega geil. Also eine KI hat schon Urheberrechte. Wahnsinn, oder? Und wir gehen noch ins nächste Beispiel. Da hört man jetzt so ein bisschen was die KI komponiert hat. Es ist doch eine super Musik für eine Joghurtwerbung. Ja, und dann führt sie mich fort, was die KI noch alles aufgelistet hat in der Präsentation. Also wie kommt AI in Filmmaking rein? Also da gibt es eine Software, die scannt Filmskripte und bei den Warner Brothers Studios nutzt man diese Software, um herauszufinden, wird dieses Skript ein Erfolg, ja oder nein? Es gibt in dieser Software gibt's Referenzen, es gibt nur noch 7 Erzählstränge, die erfolgreich sind in Hollywood und die KI erkennt sofort in Skript 3. Hier auf dem Schreibtisch wird einer dieser 7 Schritte voll erfüllt. Setzen wir doch auf dieses Skript und produzieren es als Filmstudio. Dann erzählt sie ein bisschen was über, wie kommt künstliche Intelligenz ins Schreiben rein, dass man Sprache sogar damit generieren kann. Also wenn ihr das zu Hause mal ausprobieren wollt, Write with Transformer ist so ein lustiges Tool. Kann man einfach Satzanfänge eingeben und die KI textet dann für dich fertig. Also auch mega, mega interessant. Und zu guter Letzt noch, es wird schon Kunst hergestellt durch die AI. Das Ganze ist sogar eine Kunstform geworden, die nennt man Genism. Und da ist es natürlich mega interessant, wenn man das aus Markenperspektive anguckt. Welche Marke hat denn schon mal eine künstliche Intelligenz gesponsert? Das wäre doch mal eine coole, coole Sache. Also das ist jetzt der Vortrag, den ich 1:1 so für Lisa gehalten hätte. Ja, und
wenn man sich jetzt anguckt, was die KI für Thomas rausgespuckt hat, das ist dann schon krass. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, was Thomas für ein Typ ist. Also irgendwie so eher so ein bisschen Sturkopf, bewährtes, muss was Neues sein, wirklich, wirklich. Und alleine schon die Tonalität der Keynote, die mir hier rausgespuckt wurde, fand ich beachtlich. Schaut euch mal an, wie die Keynote für Thomas losgeht. 7 awesome ways in which artificial intelligence will empower your business. Oh ja, ja. Also da wird Thomas wach und denkt, was ist denn hier los? Natürlich, jetzt höre ich mal zu, weil es geht ja um mein Unternehmen. Und jetzt hat mir die KI eben tatsächlich diese 7 Argumente aufgeführt, die Thomas überzeugen sollen, KI für sein Unternehmen und für sein Marketing-Segment einzusetzen. Und geil ist, dass die KI damit anfängt, mich erstmal oder Thomas erstmal in die Knie zu zwingen. I don't want to scare you. Aber doch, du musst die Hosen voll haben. Wenn du jetzt nicht KI in deinem Unternehmen einsetzt, dann springst du nicht auf den fahrenden Zug auf. Dann guckst du dem Zug nach. Ja, also damit fängt die KI an. Erstmal zack, schöner kleiner Nackenschlag, damit auch wirklich Thomas wach wird und dann zuhört. Und dann führt mich wirklich diese Präsentation Punkt für Punkt durch Aspekte, die gemäß den Inputs für Thomas relevant sind. Also er hat scheinbar einen hohen Schwerpunkt auf Customer Service. Und da rät mir die KI, du schalt auf Chatbots um. Ja? Weil es ist psychologisch erwiesen, dass man Chatbots Fehler verzeiht, aber einem Menschen nicht. Also wenn du zum Beispiel ein Callcenter hast und der Mensch antwortet schlecht oder falsch, dann springt man ab. Aber nicht einem Chatbot. Da verzeiht man das noch, weil es eben kein Mensch ist. Also schalt um auf Chatbots und so weiter. So gibt er mir jetzt Ratschläge, zeigt noch Videos, wie Chatbots hier miteinander battlen. Also hier hat man einfach Chatbot links und Chatbot rechts aufeinander losgelassen und lässt die miteinander reden. Und es entsteht fast wie eine kleine Endlosschleife zwischen den beiden. Ich glaube, da kann man mal auf YouTube noch mal googeln, da findet man das Ganze. Und dann geht er weiter in der Argumentation. Ja, also du musst gucken, hier deine Informationsstruktur in deinem Unternehmen kannst du auch verbessern, deine Sicherheit und so weiter. Kannst auch noch 34% aller Leute feuern, die das heute machen. Also die KI wird hier hart im Inhalt. Business Management, die KI rät mir oder Thomas besser gesagt, eine Decision Support Software einzusetzen, damit Managemententscheidungen besser in seinem Unternehmen gefällt werden können. Also die künstliche Intelligenz hilft aufgrund der Datenlage im Unternehmen herausfordernde Probleme zu lösen. Auch da sagt die KI jetzt, hey Thomas, das musst du einsetzen in deinem Firma. Finance und Accounting ist klar, 80% kannst du über eine KI laufen lassen in deinem Unternehmen. Die anderen 20%, die müssen noch vom Mensch gemacht werden. Warum machst du deine Human Resources nicht mit einer KI? Alle Bewerbungen, die reinkommen, lass die alle online über ein Tool laufen, dann gehen die rein, werden von einer KI gefiltert. Wir haben ja vorher sozusagen den Bibliothekar darauf angewiesen, er soll nur gucken, wer welche gescheiten Bücher in seinem Portfolio, CV-Regal hat und die soll er dann rausnehmen. Also auch hier kann man sagen, die ganze HR kann gesteuert werden durch künstliche Intelligenz. Dann sagt er mir noch, wie man die Vernetzung innerhalb des Unternehmens zwischen Abteilung A und Abteilung B und C besser herstellen kann, sodass die künstliche Intelligenz Abteilung C informiert, wenn in Abteilung A gerade irgendwas schiefgelaufen ist, also die Informationsbereitstellung in Echtzeit im Unternehmen. Und zu guter Letzt sagt die KI, schmeiß die Werbeagentur raus. Nein, so sagt es nicht. Kreativen braucht man natürlich immer noch. Aber hier sagt sie, wenn du deine Prozesse automatisierst, garantiere ich dir eine 83-prozentige höhere Conversion Rate. Also das ist meine Ansage. Now you know, so may your business boom with artificial intelligence. Und das sind die beiden KIs gewesen, die mir die Software hier ausgespuckt hat. Und ich fand wirklich, wirklich, ich habe da nichts dran verändert oder verbessert. Ich habe es jetzt einfach so präsentiert, wie sie mir ausgespuckt wurden. Und die KI kann Keynotes. Das ist wirklich ein geiles, geiles Fazit. Jetzt, nachdem ich diesen ganzen Prozess durchlaufen habe, konnte ich auch ein paar Überfazits feststellen. Ich finde, Achtung, gewagte These, ich finde der Begriff künstliche Intelligenz, der gaukelt uns eine Unfehlbarkeit vor. Ja?
der gaukelt uns vor, ja, ist doch intelligent, drückt auf den Knopf und es funktioniert genauso, wie es sein soll. Ich finde ehrlicherweise, dass der Begriff künstliche Intuition passender wäre. Denn genau das macht ja die KI hier. Also sie arbeitet auch intuitiv, fast wie wir Menschen. Ja? Sie greift ins Regal, denkt, das könnte das richtige Buch sein und macht Fehler. Ja? Also es ist wirklich eine Intuition. Aber aufgrund der schnellen Schleifen, in der sie die Fehler machen kann und der sie lernen kann, ist das natürlich wahnsinnig, wahnsinnig flott, sehr, sehr präzise dann am Schluss. Aber ich glaube, es ist auch nur eine künstliche Intuition, die eben sau schnell lernt. Ich finde es auch spannend, nicht mehr nur von Marketing Automation zu reden, sondern das, was wir damit tun können. Also Sie haben ja gesehen, ich habe 2 Keynotes erhalten, sonst hätte ich ja 400 erhalten, hätte ich noch alle Daten dazu geliefert. Das ist das, was wir kriegen können. Es klingt doch irgendwie für mich im Marketing-Kontext viel, viel cooler. Automized Marketing Personalization. Genau das ist das, was ich heute gemacht habe mit den Keynotes. Morgen ist es Ihr Banner oder Ihr Spot oder was auch immer. Aber das ist das, was diese Software zu tun in der Lage ist. Und natürlich muss ich dann auch noch sagen, was bedeutet es für mich als Kreativer, ja, mit so einer Software mal wirklich tief und intensiv gearbeitet zu haben. Ich finde, was ich mega, mega cool fand, ist, dass sie mich eine Etage höher hebt. Es gibt die schöne Begrifflichkeit Augmented Human Creativity. Was ist denn damit gemeint? Ich glaube nicht, dass die KI mir alle Kreativität abnehmen kann. Das glaube ich noch nicht. Aber sie kann mich boosten. Denn was diese KI mir gemacht hat, ist, sie kann mir ja in Sekundenschnelle eine Masse an Inputs geben. Ich mache mal einen Vergleich. Wenn ich in einer Agentur Inputs brauche, Kreativinputs, dann kriege ich vielleicht nach ein paar Stunden 40, 50 Inputs, ja, von einem Team. Wenn ich dazu noch eine KI nehme, die gibt mir dann in der gleichen Zeit wahrscheinlich 3.000 oder 4.000 Inputs und filtert dann noch mal raus, was relevant für die Person Dennis ist. Und dann habe ich einen riesen, riesen Bundle, aus dem ich dann raussuchen kann. Das heißt, eine KI kann mir einfach den Input, den ich brauche als Kreativer, massiv erhöhen. Und das ist natürlich, wenn wir hier professionelle Kreativität betreiben, ist das natürlich gigantisch cool. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Abschluss meiner KI-Note. Und ich habe ja am Anfang es als Frage formuliert, ist der Art in Artificial? Man kann es mit einem klaren Ja beantworten. Der ist Art in Artificial. Und man kann sogar sagen, wenn man das noch als Kreativer nutzt und seine eigene Kreativität da noch mit dazu packt, dann kann da Großes entstehen. Und für mich als Überfazit KI, Marketing Automation, da liegt die Zukunft. Es ist nicht nur so ein Bullshit-Buzzword, das in der Branche rumgeht. Wenn man es gut macht, wenn man es top vorbereitet, wenn man intensiv vorbereitet, da steckt der Invest in der Vorbereitung, dann ist das ein absolutes Killer-Feature im Marketing. Herzlichen Dank zu Hause an Ihre Bildschirme. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wow, fantastisch. Dennis, was du mit unserer KI gemacht hast, hier. Ein kleines Dankeschön, um den Abend zu versüßen. Danke, mit Sicherheitsabstand entgegengenommen. Genau. Nun, wir sind schon fast am Ende vom heutigen Tag. Nicht vom Customer Summit, das geht morgen weiter. Und seien Sie auch morgen dabei, wenn unser CEO Markus Brunold das Next Level BSI präsentiert. Wenn wir uns in den Communities treffen und gemeinsam im Rahmen vom Be Involved-Prozess die Roadmap besprechen. Und lassen Sie sich überraschen, wenn wir Ihnen das Geheimnis hinter unseren Softwareentwicklern und Menschen lüften. Und wenn Sie noch nicht K.O. sind und noch mehr Lust auf KI haben, dann schalten Sie um 19 Uhr nochmals ein am KI Roundtable mit Nadim, Nino und Luca. Oder Sie besuchen unsere Wow und Now Wall in der Messe, in der virtuellen Messe. Genießen Sie auf jeden Fall jetzt Ihr Abendessen und ich freue mich, morgen Sie wiederzusehen. Vielen Dank.